Komm mal hier, komm mal hier, komm mal hier. Ist das nicht der Lord, Sie? Der Film. Der Lass Film? Doch, ja, natürlich kann ich den Olli zeigen, mein Freund. Das ist für meinen Kanal. Mein Freund, natürlich kann ich den Olli zeigen. Ey, ist das nicht der? Komm mal hier, komm mal hier, komm mal hier. Bleib mal stehen, warte mal, bleib mal stehen. Ey, ist das nicht der Lord, Sie? Digga, ist das... Ey, guck mal, der... Schwer, ey. Ey, ist das... Warte mal, bleib mal stehen. Ich will nicht, dass der guckt. Sag mal, wenn der guckt. Mach mal irgendwie ein Geräusch. Ey! Ey! Hat er geguckt? Hat er reagiert, Alter? Ey, das ist der Lord, Sie, oder? Ich schwöre, das ist der, Alter. Ey! Die fahren das Skateboard. Ey, ich bin voll der Fanboy, ne? Ich schwöre, ich bin übelster Fanboy. Aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe auf YouTube und Instagram immer gesehen, dass die da sind. Jetzt ist das Problem, mein Herz pocht. Mein Herz pocht. Ich bin ganz schön... Runter hier hin. Oh mein Gott, das ist das erste Mal für mich, dass ich jetzt aufs Skateboard. Ich habe mir Mühe gegeben, ich habe mir Protection geholt von TXJ Sport. Ich habe mir extra Mühe gegeben, auch hier Concept Protection. Ich bin gespannt, was der Flo zu meinem Protection sagt. Guckt der? Oh, ich glaube, der hat geguckt, Alter. Ich traue mich nicht. Sollen wir mal gucken, ob wir hinfahren? Sollen wir mal gucken? Willst du dein Skateboard holen? Geh mal dein Skateboard holen. Ist der am Gucken? Guck mal, ob der guckt. Sind die das aus dem Video? Guck mal, ob die das sind. Ist der das? Guckt der? Ist der am Gucken? Oh mein Gott, der ist der, Alter. Ich bin so aufgeregt. Sollen wir mal hingehen? Kann ich? Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Alter, das war der Sebastian. Film mal den Sebastian. Film mal kurz den Sebastian. Boah, das möchte ich auch so gerne kennen. Aber warte, film mal hier hin. Hör mal mit. Ey, das ist der. Kann ich dich kurz stören? Geh mal weg, du Vogel, Alter. Hey, was ist das denn, Alter? Komm, wir fragen nochmal. Ey, ich hab dich auf YouTube gesehen und verfolgt den ganzen Tag den Kanal. Ich verfolge Instagram all. Ey, ich bin aufgeregt. Entschuldigung. Ich bin voll aufgeregt. Ja, was ist denn? Boah, ich bin so aufgeregt. Tut mir leid. Kannst du mir einen Trick zeigen? Was kann ich? Ich habe mir extra Protection geholt. Wasser. Ja, hör mal, genau so siehst du auch aus, Junge. Ich habe mir extra Protection geholt, weil ich dachte, es ist sicher. Es ist sicher für die Zukunft und wenn ich Tricks mache, ist es halt safe. Was sagst du zu meinen Protection? Deine Meinung ist mir wirklich wichtig. Ja, das sind ganz tolle Sachen. Hammer machen. Wie heißt das? Hammer. Kannst du mir Faust geben? Boah. Habe ich Windgeruch? Ich bin aufgeregt, Alter. Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt, aber wie jetzt, Alter. Ja, kann aber sollen, der Scheiß. Wie dachte der? Netter, der Junge. Ja, also auf YouTube wirkt der immer tatsächlich so nett. Wenn man das den ist nur für die Kamera, Mann. Das ist... Du gehst doch jetzt voll auf die Nüsse, Junge. Was willst du denn jetzt? Ey, du kannst dich einfach die Leute anquatschen, während die am Skaten sind. Du kannst dich einfach dazwischen labern. Entschuldigung. Ey, pass auf, ich zeig den Trick. Leg mal ein Skateboard auf den Boden. Dann stellst du den vorderen Fuß da drauf. Und mit dem hinteren trittst du. Weißt du, wo du hinfährst? Ganz weit weg. Einfach da hinten lang. Jetzt einen Olli zeigen, bitte. Filmst du die ganze Zeit?
Der Film. Der Film. Ja, natürlich kann ich den Olli zeigen, mein Freund. Das ist für meinen Kanal. Mein Freund, natürlich kann ich den Olli zeigen. Das ist übrigens für meinen Kanal, für meinen YouTube-Kanal. Dickerchen, du musst mir nur sagen, dass du die ganze Zeit die Kamera anhast. Na klar, Alter, kannst du den Olli zeigen, Digga. Ja, natürlich. Das ist so. Ja, na klar, Alter. Boah. Direkt hier, der ist mein Man. Direkt. So, der trägt, du hast es vorbereitet, ja? Hier. Protection. Auf Bord, Junge. Einmal hinstellen. So, jetzt komm ich schon von hinten hier durch. Muss ein bisschen lockerer werden, Junge. Entspann dich. Den vorderen Fuß machst du ein bisschen mehr nach hinten. Ja, ja, so. Hinten rein. Und gleichzeitig ziehst du mit dem nach vorne. Okay. Du springst dabei hoch. Das ist wirklich einfach, Mann. Boah. Boah. Junge. Ich hab den Olli gemacht, ne? Das war das erste Mal. Das war das erste Mal. Dankeschön. Das ist kein Problem. Kann ich dir... Dankeschön. Mach's gut, ja? Einmal für die Kamera. Komm mal näher nochmal. Danke. Danke, ich schreib dir. Ich bin dein größter Fan. Film den nochmal. Das ist der Tag meines Lebens. Wenn es euch auch so gefallen hat, würde ich mich voll, wie nennt man das, über diesen Button. Wie heißt dieser Button? Like. Ein Like, Freund. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Fertig ist das Möbel. So. Der Komparse. Der Komparse in diesem Video. Das war's mit dem Möbel. Vielen Dank, TX James Sports. Erstmal für die Schoner. Ich habe die auf jeden Fall ausgiebig getestet, wie man sehen kann. Ich muss als erstes oder dazu sagen, ich bin nicht der Schonerträger. Ich bin tatsächlich, das ist, normalerweise trage ich keine Schoner. Und normalerweise mache ich sowas eigentlich. Keinen Test oder ich habe. Kein Vergleich, dass ich sagen kann, dieser Schoner ist krass oder dieser nicht. Das muss ich ehrlicherweise jetzt in dem Video sagen. Aber trotzdem habe ich die getestet. Und ja, wie man sehen kann, eigentlich fühlen die Teile sich ziemlich cool an. Vom Stoff her ist es eigentlich bequem. Man schwitzt schon viel. Man sieht hier die, man kann das die ganze Zeit bewegen. Also es ist schon im Weg teilweise. Also wenn ich ein paar Tricks mache, fühlt sich das schon ein bisschen an, als wäre es so ein bisschen im Weg. Aber es hält sich im Maßen, muss ich sagen. Ich glaube, man gewöhnt sich da schnell dran. Die Qualität, muss ich sagen, ist, ja. Hier das Teil, wie man sehen kann, ist an dem Material abgeschliffen. Wenn hier noch so ein Stückchen mehr dran wäre, dass das Material hier ein bisschen mehr geschützt ist, weil nach einer Zeit, ich habe nicht so lange getestet, aber nach einer Zeit geht es halt kaputt und es geht halt teilweise in den Stoff halt rein. Und ja, das schützt halt, aber man sehen kann. Also ich bin nicht lange krass gefahren, aber ich denke, mit der Zeit wird es schnell abnutzen. Also ich glaube, dass dieses Material nicht lange halten wird, muss ich ehrlich sagen. Klar, das Teil haben wir jetzt geschenkt bekommen, da bin ich auch mega dankbar für. TKJ Spurts, TKXJ Spots. Trotz, dass das bezahlte Werbung, muss ich ehrlich sein, Material ist, würde ich sagen, mit der Zeit beim Skateboardfahren ein bisschen wird abgenutzt. Okay, wir haben jetzt rauen Boden hier auf dem Metro. Moment, wenn das, der hat das billigste Paket genommen. Man kann ja jetzt so einfach behaupten, wenn der Schoner zu früh aufgibt, muss halt weniger hinfallen. Für den Preis, tatsächlich für den Preis, muss ich sagen, es gibt tatsächlich teure Schoner, die natürlich wahrscheinlich mehr aushalten. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Vielleicht gibt es auch Schoner, die... Wie teuer waren die denn? 14 Euro.
14 Euro, das komplette Set. Komplette Set, Alter. Was war jetzt dabei? Knie, Ellbogen. Knie, Ellbogen, und hier, Ellbogen, Knie und die Dinger für die Hand. Preis-Leistung, okay. Wie sich das im langen Fahren, wenn man länger fährt, so auswirkt, wie sich dann, ob das länger hält, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe eine Session gemacht, reicht mir auch ehrlich gesagt. Mal hier, was ist hier los? Wir haben noch die Werbung. Die Werbung, ja genau. Werbung. So, ja genau, hier, also, Ben macht das nicht so wie ich im Video, sondern und das war genau das falsche Beispiel. Unterstützt euch natürlich gegenseitig, Skate for Happiness. Natürlich nur fürs Video. Pause. Ja, klar. Dankeschön. Das war natürlich nur fürs Video. Backstage zündeln wir dann natürlich immer rum. Ist ja klar. Klar. So, in dem Sinne hier, Skate for Happiness. Skate for Happiness. Beim Umdrehen. Genau, danke. Skate for Happiness. Fahrt mehr miteinander anstatt gegeneinander. Und dann macht die Sache auch mehr Spaß. Unterstützt euch gegenseitig und seid eine Gemeinschaft. Wir haben alle dasselbe Ziel, den Alltag vergessen, einfach eine gute Zeit zusammen haben. Aus Liebe zum Skateboard, aus Spaß an der Freude. Skate for Happiness.